Sie werden es nicht glauben, ja, es gibt das Format mit den Fußballlegenden tatsächlich noch. Und ich beginne eigentlich eh immer mit einem schlechten Gewissen, weil ich habe nachgeschaut oder nachgeschaut, ich weiß es eh. Es ist das erste Format im Jahr 2023 oder die erste Episode, es tut mir eh leid. Aber ich fahre jetzt so ein bisschen die Schiene selten, aber dafür hochkarätig. Der heutige Hauptdarsteller, ja, genau. Der ist definitiv hochkarätig in jeder Hinsicht. Ich freue mich sehr, dass wir zu Gast sein dürfen in seinem Allerheiligsten. Servus, Peter Stöger. Servus. Grüß dich. Also, falls Sie uns jetzt nicht sehen, also Ihnen brauche ich es in dem Fall nicht erklären, aber denjenigen, die nur zuhören, es ist schon ein Novum auch für mich, weil so feudal gethront bin ich noch bei keiner Aufzeichnung oder bei noch keiner Episode. Ich fühle mich sehr, sehr geborgen, muss ich sagen. Ja, Peter, du legst mir da die Latte schon hoch. Nein, danke, das dafür. Ist sehr. Es ist, ja, ich sitze gern hoch und ja, das ist halt, man muss sich wohlfühlen und man sitzt relativ weich. Allerdings. Wir reden, Peter, über die alten Zeiten, die jetzt, glaube ich, an sich ja gar nicht so dein Lieblingsthema sind, oder? Na, ja, also ich brauche das nicht normalerweise ausreizen, aber schauen wir mal, was da alles so weit kommt. Also ich bin halt keiner, der permanent sagt, früher war alles besser und wie wir gekickt haben und was es heute nicht mehr zum Anschauen ist. Wie so viele Dinge hat sich euch Fußball sehr, 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 sehr weiterentwickelt. Ja. Und deswegen bin ich da immer, habe ich ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ja, ist selbstverständlich. Aber es ist ja auch ein Hintergedanke von dem Format, dass man halt so einen Konterpunkt setzt zum Wahnsinn sozusagen, der heute da grassiert. Und für mich persönlich ist sowieso immer Wahnsinn, weil in dem Format darf ich sagen, in einem kritischen Format würde ich es nicht sagen, aber der Stöger hängt noch immer bei mir im Kinderzimmer als Poster. Wurscht jetzt, nur dass mein Zugang dazu. Ich hänge bei mir in der Wohnung nirgends. Okay, na, siehst du das, bei mir daheim schon. Peter, es hat sich ja wirklich viel getan in deiner Karriere. Deswegen ist für mich immer so die Einstiegsfrage, wo beginne ich, wo setze ich so den ersten Cut? Wenn für dich okay, dann erwähne ich jetzt so im Schnelldurchlauf, dass es begonnen hat, also so auf professioneller Ebene beim VVC, Vorwärts Steyr. Und dann so richtig spannend, und da würde ich ganz gern so den ersten Boxenstopp machen, ist es dann worden bei der Vienna. Ja. Und mag da gleich einen Namen in den Mund nehmen, der dann vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs ein bisschen anders konnotiert noch einmal eine Rolle spielen wird, Ernst Dokupil. Ja. Den hast du damals, es gibt einen Schnipsel aus dem Jahr 1988, als sportlichen Vater bezeichnet. Also es war damals offenbar erstens ein guter Trainer und ein richtig wüde junge Partie mit Stöger, Herzog, Ruß, Glatzmeier. Geile Partie damals, oder? Ja, und aber auch eine geile Partie, weil der Ernst Dokupil das wirklich super gemacht hat. Es war auf der einen Seite so eine junge Partie. Wir haben dann mit Jerzy Ondra und Soldan Peter zwei Legionäre gehabt, die schon älter waren und super waren. Wir haben auch mit dem Steinkogler, mit Drazan und Wolfi Kienast drei Fuchsen in unserer Mannschaft gehabt. Und die Mischung hat es echt ausgemacht und das hat er super moderiert. Also das muss ich sagen. Und er war für mich wichtig, weil er war so mein Wegbegleiter Richtung Entwicklung von dem, was ich drauf habe, was ich mir zutraue. Ja, hat mir auch, in dem Jahr bin ich ja quasi in die Nationalmannschaft reingekommen. Wir haben mit der Wiener den Europacup geschafft. Das war alles sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Aber die Mannschaft war super. Also wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Klima gehabt für das, wo wir wirklich sagen, das waren ja 10, 15 Jahre zum Teil vom Alter her Unterschied in den Spielern. Und das hat gut gepasst. Mhm. Dokupil hat ja dann später auch bei der Bitter, wenn wir auch zu sprechen kommen, als einer gegolten. Ist jetzt so leicht dahingesagt, weil da steckt natürlich viel mehr dahinter als das eine Schlagwort, aber doch laufen hat lassen. Anders gesagt, er hat halt erkannt, was die Mannschaft kann und wie sehr sich die Mannschaft selbst regulieren kann. War das bei der Vienna ähnlich? Ja, das hat schon ganz gut gepasst. Also wie gesagt, die älteren Spieler, die waren schon wichtige Faktoren in unserem Spiel. Und die Jungen, die wollten sowieso weiterkommen. Und diese Mischung hat es wirklich ausgemacht und in der Phase, muss man sagen, hat Ernst Dokupil das richtig gut gehandelt. Also viel geschaut, wie der Teamspirit sein kann, hat die Leute alle mitgenommen, waren wenig unzufriedene Menschen bei Wiener damals. Es war alles fokussiert, also das hat alles gut gepasst, muss man wirklich sagen. So, jetzt nimmt die Karriere von Peter Stöger so richtig Fahrt auf. Wir befinden uns im Jahr 1988. Es folgt der Wechsel zur Wiener Austria und das erste potenzielle Fettnäpfchen, das ich
tapsen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer Trainer war. Darf ich eine Vermutung abgeben? Nee. Jemand, den man mit der Austria wahrscheinlich gemeinhin gar nicht mehr in Verbindung bringt. Starek. War tatsächlich, muss man vielleicht tatsächlich Starek erklären. Ja, genau. Das ist vielleicht nicht so verankert in der Allgemeinheit, dass die Rapidgröße Starek Trainer von Stöger und damals auch noch Prohaska war. Ja, genau. Also wir waren ja mit Herbert Prohaska zusammengespielt und mit Erich Obermeier. Was muss man über den Trainer Starek wissen? Über den Austria-Trainer? Naja, der war schon sehr, sehr eigen, würde ich sagen. Also, lass es laufen, bitte. Nein, also jemand, der sich halt, so wie er halt als wahrscheinlich auch Spieler war und später dann alles, was man so über ihn gelesen hat, das war schon stimmig. Also er hat sich nichts sagen lassen, er hat seinen Weg durchgezogen, war von dem, was er halt macht, überzeugt. Und hat er dann damals, soweit ich das ja als der Spieler damals war, noch relativ junger Spieler auch mitbekommen, hat auch dem Josi Walter dann quasi gesagt, ja, hört auf, weil ihm ein Spieler vorgesetzt wurde, den er nicht wollte. Nein. Also ist ein Transfer noch zustande gekommen und das hat ihm halt nicht taugt und hat sich damit verabschiedet. Nein. Also ich habe ihn gar nicht einmal so lange gehabt und war aber auf der anderen Seite auch witzig, dass ich mal... Also ich mag ihn sehr, muss man sagen. Also er ist ja extrem lustig und ist auch, war halt auch ein sehr, sehr netter Mensch. Aber ich habe da irgendwann einmal so ein Gespräch mit ihm gehabt, ein paar so bleiben wir in Erinnerung. Manche Sachen werde ich total vergessen, aber jetzt nicht von ihm, sondern allgemein, wenn wir da weiterreden. Aber er hat dann irgendwann einmal zu mir gesagt, ja, ich habe dich eigentlich so gesehen als Spieler, der sehr, sehr viel Arbeit und Löcher stopft und sonst irgendwas. Und ich habe den da unter 21. Nationalmannschaft einmal so gesehen in der Position. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber du hast am falschen angeschaut. Und also... Hast du hingeschaut? Also, da hat er vielleicht mit dem falschen gescoutet oder einen falschen Eindruck gehabt von mir. Ist aber eh spannend. Wie klar war dir damals, oder wie klar wurde dir das auch gesagt, dass du als potenzieller neuer Prohaska gehandelt hast? Nein, so gar nicht. So gar nicht. Also das muss man sagen. Es waren auch nicht alle happy mit der Entscheidung, dass ich zur Austria gehe. Also in meiner Familie, die haben jetzt schon mitbekommen, wie in dem einen Jahr, was da bei Wiener damals entstanden ist und was ich für einen Stellenwert gehabt habe mit 22 Jahren. Also ich war am Ende des Jahres war ich auch Kapitän in der Mannschaft. Mhm. Und da habe ich gesagt, da waren sehr, sehr viele arrivierte Spieler dabei. Das heißt, da hat sich was getan. Und trotzdem war halt für mich, ich bin halt 500 Meter vom damaligen Horststadion aufgewachsen und mit der 78er-Generation bin ich groß geworden. Also das war halt meine Mannschaft. Das war sehr nah und sehr stimmig und deswegen bin ich dann auch dorthin gegangen. Aber nicht mit dem Hintergedanken oder dass mir irgendwer gesagt hat, zu der Herbert spielt noch ein Jahr oder zwei und dann ist er die Position, weil es war der Frenkie Schinkels war auch dort. Also der hat damals einen sehr, sehr guten Namen gehabt. Es war der Manfred Schack, der noch im Mittelfeld gespielt hat. Es waren viele Spieler, da, die ganz einfach Qualität gehabt haben und ich war trotzdem noch jung und das war so der richtig große Verein. Also ich habe eher darüber nachgedacht, wie kann ich das hinkriegen und das war zu Beginn ja nicht so ganz einfach. Wie war so der Mitspieler Prohaska? Weil dann können wir eh gleich beim Namen Prohaska bleiben, weil mit dem ja dann so richtig die Erfolgsmaschinerie auch in deiner Karriere Fahrt aufgenommen hat oder begonnen hat, hochtourig zu rotieren. Ja, man könnte auch sagen, seine Karriere hat damit begonnen dann. Ne? Also du hast ihm quasi zum Weltrainer geschossen. Also wenn er es vielleicht dann hört, dann wird er sich daran erinnern, dass man ihm einiges an seiner Karriere, dass er uns einiges zu verdanken hat. Allerdings, vielleicht ein Wort zum Mitspieler Prohaska. Was muss man über den wissen? Auch zu einem Spieler, der behaupte jetzt einmal ähnlich veranlagt war oder zumindest technisch nicht komplett untalentiert war. Der Herbert war außergewöhnlich. Also Situationen erkennen, Räume sehen, Pässe durchspielen. Also da habe ich glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen besseren Spieler irgendwann einmal, dass ich mit einem besseren zu tun gehabt hätte. Ich würde eigentlich sagen, nein. Also auch dann als Trainer, ich weiß, die Zeit hat sich verändert, aber er hat natürlich auch Situationen gehabt, die du heute so nicht mehr hast, dass er sich Bälle von hinten geholt hat und dann von hinten das quasi dann eingeleitet hat. Das wird es heute nicht mehr geben, aber er hat natürlich schon einen außergewöhnlichen Fuß gehabt. Also das muss man echt sagen, war echt top. Also. Und war zu euch Jungen, wie wir da hat es ja ein paar junge Damen gegeben, ja, die dann auch okay. Karriere machen. Sehr okay, sehr okay. Also, ich habe arrivierte Spieler von diesem Niveau, muss ich sagen, habe ich dann auch wirklich dann in weiterer Folge eigentlich mit denen ich auch in irgendeiner Form zusammengespielt habe, habe ich dann alle drei als Trainer gehabt. Das war wirklich mein großes Glück. Also es war Herbert Prohaska, Erich Obermeier mit Robert Sauer bei VVC zusammenspielen dürfen. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, wie sie junge Spieler
quasi versucht haben zu unterstützen. Ich meine, da hat es mir schon klare Worte auch gegeben worden, was nicht passt hat, aber im Grunde war immer zu spüren, vor allem sage ich das jetzt aus meiner Richtung, so wie ich sie wahrgenommen habe, waren die immer da, dass sie mich unterstützt haben. Nicht? Und das schätze ich und das schätze ich auch bis heute noch. Also es müssen dann gewesen sein, zwischen dem Trainer Starek und dem Trainer Prohaska noch zwei Namen, nämlich Robert Zara und Erich Hof. Geht sich das aus? Erich Hof auf jeden Fall, Robert Zara war, glaube ich, ganz. Oder vielleicht noch ein paar Monate. Erich Hof war dazwischen. Übergangslesung. Ja. Also, Prohaska beendet der Karriere, wird relativ bald darauf Cheftrainer der Wiener Austria. Ja. Das war für den ehemaligen Mitspieler Peter Stöger, der jetzt sein Firmendeutsch ausgedrückt Mitarbeiter ist, sozusagen. Wie schwierig oder gar kein Thema? Wir waren eigentlich damals froh, wir haben ein paar noch mit ihm zusammengespielt, wir waren eigentlich froh, dass er das übernommen hat, weil er uns gut gekannt hat, weil er Fußballverstand gehabt hat, weil er mag wusste, wie das Trainerteam ausschaut. Und das war für uns alle ziemlich klar, dass das eine gute Geschichte ist. Also da hat keiner darüber nachgedacht, was bedeutet das jetzt bei Austria, sondern das waren nicht die Leute, die Austria erfolgreich sehen wollten, alle zusammen, die Spieler, die damals mit ihm gespielt haben und er sowieso als Austrianer. Das war für uns stimmig und da haben sich, glaube ich, alle damals gefreut. Aber da hat keiner darüber nachgedacht, ob es da Veränderungen oder Herbert dann auf einmal Trainer ist oder nicht. Das ist ja jedem klar, dass wenn jemand in eine andere Funktion kommt, Sachen entscheiden muss. Und der Herbert war ja auch schon als Spieler jemand, der immer sehr viel Kraft gehabt hat, Dinge in der Mannschaft zu verändern. Jetzt sage ich nicht, dass er die Aufstellung gemacht hat, aber er hat natürlich schon, sein Wort hat Gewicht gehabt, immer nicht. Und das hat sich dann als Trainer halt noch verstärkt. Jetzt muss man von dieser jungen Partie damals wahrscheinlich auch noch ein bisschen sprechen, weil die ja dann markant war für die Austria der frühen 90er Jahre. Also wir reden natürlich von Pfeffer, Jack, Ogris, Wohlfahrt, die damals mit Anfang, Mitte 20, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch, auch schon abseits des Rasens Gas geben haben können, oder hat sich das erst entwickelt? Und wie sehr warst du in dieser Party-Löwen-Riege da auch federführend? Na, federführend war ich, glaube ich, nicht. Ich war dabei, nicht? Ich war ein klassisches Anhängsel, würde ich sagen. Also, ich war halt da dabei. Aber wir haben halt auch relativ viel gewonnen und wir haben es halt auch dann in der Phase halt auch lustig gehabt, nicht? Und da waren wir halt auch unterwegs. Und das was halt war, du kannst jetzt sagen, die waren viel unterwegs, mag ja auch stimmen, aber wir waren ja auch viel gemeinsam unterwegs. Nicht? Mhm. Und jetzt kann ich sagen, das ist gruppendynamisch ein Traum, wenn ich mal schaue, wie es heute ausschaut, ob die wirklich noch so viel miteinander machen, da gehen dann irgendwann einmal eine Pizza essen, sonst irgendwas essen, hat uns eher weniger interessiert, wir haben es eher gern lustig gehabt. Aber wie gesagt, ich war da eher der Ruhigere, weil mit meinen 60 Kilo habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Vertrauen. Und deswegen. Aber wir waren viel unterwegs miteinander. Also wir waren auch dazwischen, zwischen den Trainings gemeinsam essen oder sonst irgendwas. Das hat sich alles so in dem Ausmaß, wie es jetzt dann klar ist, hat es ja auch alles nicht gegeben. Aber ja, wir konnten schon feiern, das stimmt. Wie hat es Prohaska gehandelt, wenn er mitgekriegt hat, dass er nicht nach dem Abend Gottesdienst ins Bett gegangen ist? Ich nehme an, dass wie es überall war, wissen dann eh die meisten. Und wie handelst du das, wenn du erfolgreich bist und es läuft, dann sagst du vielleicht einmal ein bisschen vom Gas runter. Ein bisschen weniger wäre gut. Und wenn wir unsere Diskussionen gehabt, wo wir dann einmal verloren haben. Ne? Ja, da wird es da gesehen und da gesehen und da gesehen. Das ist halt, also das hat sich nicht verändert. Wenn du Erfolg hast, darfst du halt ein bisschen mehr erlauben, als wenn du nichts gewinnst. Nicht? Und das ist halt genau gleich. Also viele Sachen haben sich total verändert, das hat sich gar nicht verändert. Apropos Erfolg, dessen hat es ja haufenweise gegeben in deinem Leben als Fußballer, zum Beispiel in den Jahren 91, 92, 93. Da ist Peter Stöger gleich einmal in Serie Meister geworden. Eigentlich in allen Jahren mit einem jeweils dramatischen Saisonfinish, kann man sagen. Wollen wir zum Beispiel einsteigen im Jahr 1991, weil du da nachzusehen auf der, ich glaube, 100 Jahre Austria-DVD oder auf YouTube finden, wie gesagt,
gesagt hast, dass der Hauptdarsteller, also der Mann, der das entscheidende Tor, also das Tor zum 2:2 für die Austria geschossen hat, ich glaube, es war 2:0, die Admira schon vorne, die Austria hat das 2:2 gebraucht und das hat ein gewisser Christian Prosenik so 80. Minuten ungefähr gemacht, nachdem der Knaller sich dann immer doch geschlagen hat. Der Arsch hat alles gehalten, wirklich. Bis zu dem Schuss. Und danach hätte, und Peter, das hätte ich jetzt ganz gern erklärt, was das genau heißt. Danach sagst du auf besagter Austria-DVD, Christian Prosenik hätte eben nicht mit der Mannschaft unmittelbar auf dem Feld gefeiert, sondern ist am Zaun gestanden und hätte, Zitat, wahnsinnig geschmust. Ja, mit seiner Frau damals, ja. Wie schmust man wahnsinnig? Na ja, leidenschaftlich. Oder? Sehr leidenschaftlich. Genauso wie er sich über das Tor damals gefreut hat, hat er die Freude weitergegeben, würde ich sagen. Also so war es. Und wir sind da irgendwo schon oben am Balkon gewesen und haben gesagt, wo ist der Prosal? Ich meine, der hat das Tor geschossen, wo ist er? Und dann haben wir also vom Balkon runtergeschaut in den Südstadt und ist auf der Vis-à-vis-Seite gestanden und hat sich mit seiner Frau amüsiert. War nicht schlecht. Nein. Sei ihm auch gegönnt. Naja, für mich war es sogar der gescheitere Zugang, als das, was wir da oben gehabt haben. Aber ich glaube, er hat sich dann irgendwann einmal eingefunden. Aber zu dem, das haben wir ganz einfach lustig gefunden. Und dass der uns da jetzt dann das Tor geschossen hat, dass wir Meister geworden sind, dann auf einmal nicht da war. Was hat Knaller gemacht eigentlich nach der Partie? Ist das auch überliefert? Nein, ich glaube, er war sehr stolz auf sich. Das auch zu Recht. Also, Wolfi Knaller hat sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Spiele gehabt. Das muss man ganz einfach in der Phase auch einmal sagen. Das kann ich mir noch erinnern. Und wir haben halt unglaubliche Torhüter gehabt in der Zeit. Das heißt, er ist immer hinter angestanden, aber das Spiel war Weltklasse von ihm. So, es ist jetzt völlig und vollkommen unfair Peter Stöger gegenüber, das weiß ich ja, so große Sprünge zu machen, aber ich muss halt irgendwie weiterkommen, jetzt nicht jede einzelne Partie aufdrücken, du hast ja was anderes zu tun in deinem Leben, aber über das Saisonfinale 92 müssen wir dann schon auch noch einmal sprechen, weil da spielst du auch in mehrfacher Hinsicht zumindest eine nicht unspannende Rolle, mag ich sagen. Also zum einen meine ich zu wissen, dass Salzburg euch in der 35., also in der vorletzten Runde in der Tabelle überholt hat. Bevor es dann zum direkten Duell im Broderstadion gekommen ist. Nein, und ihr das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Also ich hätte fast geglaubt, dass Salzburg... Ich glaube, wir haben in den letzten 5 Runden relativ viel aufgeholt. Ziemlich viel gewonnen, ja. Sehr viel aufgeholt und sind dann, glaube ich, in der letzten Runde... Ich weiß es nicht. Aber ich glaube fast, dass der Sieg schon sein hätte müssen. Wir haben gewinnen müssen, ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, also sie waren auf jeden Fall nach vorne. Also spannend zu erwähnen, wer jetzt zum Beispiel das Tor vom Ogris oder Ilsanker ein bisschen gepatzt hat, aber... Ja. In welcher Rolle meinst du, dass ich dich zentral sehen würde in dieser Partie? Weiß ich nicht mehr. Also Ausraster von Prohaska. Ach so, das war... Gestehe deine Schuld. Ja, das habe ich gesagt. Der Kontakt ist leider nicht ausgegangen vom Salzburger im Strafraum. Und ich war sehr, 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 sehr schnell und sehr, sehr gut unterwegs und war aber Richtung nach außen unterwegs und ich habe das wirklich selten gemacht, aber ich habe mir gedacht, der kommt sicher noch auf Kontakt mit mir und so lasst die eine fallen. Und auf einmal war kein Körperteil von dem da und ich bin gefallen und das war ein klassischer Schmeichel, hat aber super ausgeschaut. Immerhin. Nein, muss man wirklich sagen, hat super ausgeschaut, es hat sehr, sehr viele Leute im Stadion gesagt, es ist ein Witz, dass man den Elfer nicht gibt und ich habe aber dann gleich gesagt, also, das war kein Kontakt. Ne? Und der Herbert ist natürlich wahnsinnig auszuckt, bis ich ihm dann halt gesagt habe, der hat mich nicht getroffen. Ne? Also die Szene, glaube ich, ist eh wahrscheinlich bekannt, wenn nicht gerne, weiß ich nicht, aber auf YouTube nachsehen. Also Prohaska macht einen 50-Meter-Sprint von seinem Trainerhäuser. Sein letzter 50-Meter-Sprint in dem Tempo, ja. Zum Wackeln. Und man konnte wirklich glauben, der frisst ihn jetzt. Ja, nein, ich verstehe das auch, die Distanz, die dort war bis zu der Situation, das waren wirklich 50 Meter. Und ja, ich bin wirklich gut gefallen. Ne? Und von dort hat er sich auch so nicht erkennen können. Und er, wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, nachdem er mich gekannt hat, dass ich das auch nie gemacht habe, dass da sicher getroffen wurde. Nicht? Und ich habe das wirklich eigentlich nicht gemacht, aber ich habe jetzt schon so ein Gefühl gehabt, der Spieler immer, der wird mich jetzt treffen und dann hebe ich lieber früher ab und dann trifft er mich, dann passiert mir nichts. Das ist auch mit der Grund, warum ich auch keine Knöchel, keine Knochenverletzungen, keine Bänderverletzungen habe. Also ich bin immer früh gegangen und es war. In den meisten Fällen bin ich auch getroffen worden, aber der Fuß war in der Luft und in dem Fall ist halt kein Fuß gekommen. Mhm. Und hat er sich schon sehr aufgeregt. Aber hat er es geschluckt dann, deine Erklärung oder deine Beichte? Ja, wahrscheinlich. Also klar hat er gewusst, dass er dann falsch gegangen ist,
Und ich weiß nicht, ob er sich dann mehr darüber geärgert hat, dass er sich so aufgeregt hat oder dass man es trotzdem nicht gegeben hat, das weiß ich nicht. Meisterschaftsfinale 93, wieder sehr spannend. Ich glaube, es war ein 4:0 in der letzten Runde gegen Rapid. Torschütze zum 2:0, Peter Stöger, wenn es weiß. Übrigens, eine Quizfrage. Bei Rapid hat einer rot gesehen. Wer könnte das gewesen sein? Weiß ich nicht mehr genau. Kübauer. Wirklich? Okay. Ja, hätte ich drauf kommen können. Hätte ich drauf kommen können. Aber das Spannende für mich ist, also es ist ja gut für meine Kollegen, ja, dass wir jetzt nicht irgendwelche Meisterschaften gewonnen haben, sondern dass alle Meisterschaften, so wie die Pokalspiele, klar in einem Finale entschieden werden. Aber alle am letzten Spieltag nicht. Und das ist nicht irgendwann 6 Runden vorher und du bist so weit vorhin. Das war halt wirklich, also da bin ich gesegnet mit Glück, dass wir diese entscheidenden Spiele alle gewonnen haben. Und das alles am letzten Tag. Und das, glaube ich, ist jetzt eben nicht das gewesen. Ich würde sagen, das hat der Grund, warum wir so geschafft haben, war, weil wir viel damit unterwegs waren oder sonst irgendwas. Aber es war der Grund, dass wir eine gute Partie waren. Nicht? Und das macht dann am Ende dann schon was aus, wenn du gemeinsam versuchst, das hinzukriegen und am letzten Tag haben wir das alles geschafft. Peter Stöger und entscheidende Tore in entscheidenden Spielen gegen Rapid. Das ist auch ein Vehikel, das uns ganz kommod noch einmal zurück ins Jahr 1990 transferiert, mag ich sagen. Cup-Finale und es gibt die Szene, ich habe die nicht gefunden, aber Andi Ogres schildert das und ich glaube, du kannst es bestätigen, dass Jan-Age Fjørtoft, der Torschütze zum 1:0 für Rapid in der 82. Minute, dann irgendwie darauf ausgewechselt wird, am Pokal vorbeigeht und ihn küsst. Das hat euch heiß gemacht, offensichtlich. Ja, das hat uns alle heiß gemacht und mich besonders, weil ich bin erst ein paar Minuten danach eintauscht worden oder vielleicht sogar zum selben Zeitpunkt. Und das tut man ganz einfach nicht. Ne? Und das hat uns wahnsinnig aufgeregt. Ne? Und umso größer war natürlich die Freude, dass wir das Spiel noch draht haben. Ne? Okay, das macht dann, glaube ich, in der 90. Das 1:1 und Peter Stöger dann irgendwann in der Verlängerung das 2:2 und jubelt dann, das Bild habe ich auch noch von mir, auch interessant. Also für die Podcast-Hörer ist jetzt schwer zu beschreiben, was er gemacht hat. Für die Zuschauer kann ich sagen, das ist ungefähr dieser. Ja, genau. Dieser Tag. Aber ohne irgendeinen. Ich glaube, es war kein Stinkefinger dabei, aber es war so. Wem hat das gegolten? Ja, im Grunde hat es der ganzen Rapid-Bank gegolten, die halt dort war, weil ich halt. Das, was ich gemacht habe, war genauso unsportlich wie das, was die gemacht haben, muss man sagen. Nicht? Aber es hat uns wirklich in dem Moment, es ist ja das komplette Adrenalin rausgegangen. Und witzigerweise ist es immer noch das, wo Hans Krankl damals Trainer war bei Rapid und der das ja immer noch wenig auf sich projiziert. Letztens habe ich wieder beim Davi mit ihm bei Sky zusammengearbeitet und den habe ich nach Tirol geholt, obwohl er mir damals, was der hat er mir gezeigt, was er denkt von mir. Nicht, aber wurscht. Aber es ist alles gut zwischen euch. Nein, wir sind sogar sehr gut. Und es war auch nie, dabei bleibst du nie, hat auch nie eben persönlich gefallen. Nein, das war die ganze Situation. Verstehe. Noch vielleicht ein, zwei Wörter zur Austria, weil Prohaska dann ja nach dem Meistertitel 92 weg war, auch unter interessanten Umständen, mag ich mal sagen. Irgendwann kam dann Hickersberger. Auch interessant, der war jetzt auch nicht notorisch unerfolgreich. Der Meistertitel ist mit Hickersberger bei der Austria nicht ausgegangen, aber immerhin Cup-Sieg. Genau. Und er sagt aber bis heute, wenn ich ihn richtig verstehe oder wenn ich das richtig zusammenfasse, das nagt noch immer an ihm, dass er trotz Cup-Sieg gehen hat müssen. Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Aber das war die Historie, also wenn man davon spricht, dass Austria jetzt schwierig ist, dann muss man ganz einfach sagen, Herbert Prohaska war Meister und hat gehen müssen, dann ist Hermann Stesser gekommen, ist Meister geworden, hat gehen müssen. Und dann ist Josef Hickersberger Cup-Sieger geworden, hat gehen müssen und dann haben sie nichts mehr gewonnen. Ne? Mhm. Also man ist ja bei dem Verein schon des Öfteren, nicht nur jetzt, wo es kompliziert ist, aber man ist sich schon öfters irgendwo ein bisschen im Weg gestanden, das muss man ganz einfach so sagen. Ne? Das ist schon eine Gabe dieses von mir sehr geschätzten Clubs. Ne?